alle, herzlich willkommen. Alles neu hier, neuer YouTube-Channel und neues Video. Erstmal vielen, vielen Dank für das positive Feedback. Ich habe mich mega hart gefreut, wirklich. Ja, das sieht doch nach einer schönen Zusammenarbeit zwischen uns aus. Erstmal vorab eine Aussage oder eine Antwort für Mario Gas und Onkel Torre. Ihr hattet gefragt, ob ich auf der You bin, beziehungsweise dass ich da bin, wisst ihr. Aber ob man sich auf einen kurzen Schnack treffen könnte, ich würde mich sehr freuen. Wenn ihr mich seht, springt mich einfach an. Ja, jetzt beantworte ich ein paar Fragen von euch und ich hoffe, ihr freut euch über meine Antworten. Annalisa, du wolltest von mir wissen, ob ich einen Freund habe, was für Haustiere ich habe und hast gefragt, ob man mich nochmal bei BTN sieht. Zu BTN und zu K50 kann ich dir und allen sagen, dass ich da leider keine Aussage zu machen darf. Lasst euch einfach überraschen. Zu meinen Haustieren, ja, ich habe 2 Hunde. Jack, das ist ein Labrador-Mischling, der ist ein bisschen über 7 Jahre alt. Den habe ich aus Spanien von einer Tierschutzorganisation. Und dann habe ich mir noch vor 3 Jahren ungefähr habe ich mir Keule geholt. Der ist jetzt 3,5. Und Keule ist eine französische Bulldogge. Die liebe ich über alles, die beiden Stinker. Und das ist so mein Herz und meine Seele. Und ohne die möchte ich auch gar nicht sehen sein. Aber ihr seht sie bald, das wollte ich sagen. Und ja, zu dem Freund. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich schwer verliebt bin, ja? Mehr sage ich dazu nicht. Nathalie Peter, du wolltest von mir wissen, ob man mich nochmal im TV sieht, beziehungsweise in Serien. Also ich bin ja momentan in Ausstrahlung noch bei RTL 2 mit Columbus. Das läuft immer sonntags um 17 Uhr. Da teste ich einfach, wonach mir die Schnauze gewachsen ist. Und ab 1.12. bin ich auch erstmal für 15 Folgen bei RTL 2 zu sehen um 17 Uhr, immer unter der Woche. Und zwar mit meiner lieben Kollegin Saskia Beeks. Grüße an dieser Stelle. Wir sitzen da in der Greenbox und kommentieren Szenen aus dem Alltag, die nachgespielt sind. Und wir gucken einfach, wie die Leute sich verhalten, ob wir das gut finden, ob wir persönlich uns anders verhalten hätten. Und es ist so ein bisschen wie so ein Ratgeber, ernste Themen, aber auch was zum Lachen. Ja, und dann kommt bald noch ganz viel mehr, aber darüber darf ich noch nicht sprechen. Dann hat Wofka Rutz bei Facebook eine Anregung gemacht und zwar hat er geschrieben, Alter, dreh mal Pornos mit mir. Vielen, vielen Dank für diese Einladung. Mir steht momentan wirklich nicht so die Laune nach Pornodrehs. Aber sollte es irgendwann mal der Fall sein, bist du mit Sicherheit der Erste, den ich anrufen werde. Dann wollte Laura Kwasniak wissen, ob ich auch selber tätowiere. Ich würde mit Sicherheit selber tätowieren, wenn ich es könnte, aber das möchte ich keinem zumuten, weil dann kriege ich mit Sicherheit einen Haufen Anzeigen wegen schwerer Körperverletzung. Und dem möchte ich gerne aus dem Weg gehen, weil ich hab's nicht so mit engen Räumen und eingeschlossen sein und sowas. Ja, und dann hat noch Miss Sophie eine Anmerkung gemacht bezüglich der Professionalität meines YouTube-Channels. Du hattest schon recht, das Video, was ich da gedreht habe, war auch ein bisschen professioneller, beziehungsweise das, was ich da gedreht habe. Und zwar ging es da um Opener, Verpackung und so ein Kram. Aber ich wusste nicht genau, was ich an diesem Tag da machen soll und sowas. Und von daher habe ich das wirklich vorher nicht geplant. Und es ging um so Grafikscheiß und sowas. Und ich muss dir ehrlich gestehen, ich habe von so einem Kram überhaupt keine Ahnung. Und da hole ich mir lieber irgendwelche Unterstützung von Leuten, die es dann richtig gut machen. Ich scheitere manchmal schon an einer PowerPoint-Präsentation. Aber wie du siehst, dieses Video zum Beispiel mache ich auch selber bei mir im Wohnzimmer gerade. Und das ist wirklich mein Wohnzimmer. Und ja, also es werden die Videos nicht so professionell sein, wie man das da an dem Tag gesehen hat und wie der Kram, den ich da an dem Tag gedreht habe. Ich hoffe, du bleibst trotzdem dabei. So Leute, ich hoffe erstmal, dass ich einige Fragen klären konnte. Ihr könnt mir natürlich weiterhin hier in den Kommentaren eure Fragen stellen, die ich dann auch peu à peu beantworten werde. Es gibt definitiv ein Video zu ganz vielen Fragen, die gekommen sind bezüglich meiner Tätowierungen. Aber da einige wissen, dass ich mehr als eine Tätowierung habe, wird das auch echt ein etwas längeres Video. Und das möchte ich hier nicht noch mit reinquetschen. Das wird ein eigenständiges Video, was ich demnächst hier hochladen werde. Ansonsten, wie gesagt, ballert eure Fragen hier in die Kommentare, lasst mir einen Daumen nach oben da, ich freue mich und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.